Everybody. Welcome to my public talk. So today I'm going to talk a little bit about the Bern history. You need to translate. So maybe it's you know about the Berners. It's who's the really fresh new to listen the about the Berners. Oh yeah. So the Bern is we call a native tradition of Tibet or ancient tradition of Tibet. And Bern is the founded by the Buddha Tenpachin Rinpoche, and Buddha was passed away 18,000 years ago. And Buddha Tenpachin Rinpoche actually born in the place name called Xiangxiong Olmo Longrin. It is right now to find the place is very difficult. Many scholars he's come from the upper Tibet or like near Mount Kailash. And some scholars, researchers, saying from is this area is from in between like Afghanistan, Pakistan, something to these regions. So very difficult to say, but with the name, the place, birthplace name called Xiangxiong Olmo Longrin. Buddha's taught the Bern teachings, we call Yongzhong Bern. And Yongzhong Bern, yeah? So there's sometime in the history, they say two differences, like Tibetan history, that there's two differences Bern, Yongzhong Bern and the Bern, Pombo. The Bern is like kind of like what we call before Buddha Tenpachin Rinpoche taught this teaching. It already exists in Tibet. A kind of this is like someone saying it's like just culture, not religious. Unterschiede, es werden zwei Arten von Bern beschrieben, das Jungbrunnen und der Bern. Und da
And so there's someone says is there's two differences, and sometimes says Burmese shamanisms. And Jungdrung Burn is not shamanism. Also, these things, the Burn is before 7th century or whatever, there's the Burn is like not really religious, kind of like Tibetan cultures. And those is the practitioner or maybe something like there's no really real view. And doctrine. Und das Burning war auch über Jahrhunderte lang nicht direkt als Religion zu bezeichnen, sondern war ein Teil der tibetischen Kultur, hatte kein richtiges Doktrin. Ja, actually, the Buddha, Thoba Shinrabyo, he taught this Yongdong Burn teachings in the Tibet before 7th century, like kind of we say since the first Tibetan king Nyatitsebo. So at that time Buddha Thompa Sherpa already taught his teaching to the Tibetan peoples. So we call this before 7th century that Yongdrung Burn's teaching is very developed in the Xiangxiong region. And the Xiangxiong regions, in this moment, many scholars like Westerner and Tibetans, Chinese, Himalayan scholar, there's the pointing is like kind of it's like whole Himalaya regions, like right now is in the part of the Indian like Lata, Kinor, and part of the Nepal, like Western Nepal, Mustang, Dolpo, and part of the like Bhutan, and part of the Burma. So all these Himalaya regions in the ancient time is a part of the Xiangxiong territory. Bereits vor dem 7. Jahrhundert war es Yongdrung Burn in Xiangxiong sehr weit verbreitet. Und viele Gelehrte aus verschiedenen Regionen, die zu diesem Reich Xiangxiong gehört hatten, beschreiben das, nämlich Tibet, China, die ganze Himalaya-Region, Ladakh, Kinor, Nepal, Dolpo, auch Teil von Burma. All das hat zu dem Reich Xiangxiong. Because in this area still they speaking Xiangxiong language. We can find many words from those village people mouth. In diesen Gebieten wird heute noch Xiangxiong-Sprache gesprochen und wir finden auch ganz viele Wörter in verschiedenen Dörfern und Regionen, die aus der Xiangxiong kommen. Before 7th century, there's 32 Tibetan kings. Those are believe and follow to the Yongdrung Burn's teachings. Bis zum 7. Jahrhundert haben 32 tibetische Könige werden beschrieben, die alle 10 Yongdrung Burn angehören haben. After the 7th century, during the 7th century, in the 7th century, and King Chisong, that sense, occupied it, whole Xiangxiong regions. Im 7. Jahrhundert, nach dem 7. Jahrhundert, hat der König Trisong Dezen das Xiangxiong-Reich besetzt. Uh-huh. So, almost Xiangxiong is lost. So ist heute dieses Reich nicht mehr existent. But still, you know, there's very long history and very interesting history about Xiangxiong cultures, Xiangxiong's religious. So still now many people interested in the West, in
China, they found it many different kinds of material from underground, the part of the Shangchung region. Aber trotzdem ist bis heute noch die Shangchung-Kultur noch großen Einfluss und man findet auch immer noch Teile davon in ganz vielen Regionen. And after the 7th century, and Tibetan Buddhists, the Shangchung, Tibetan King Tisong Detsen, Songtsen Kabo, they invited, brought Buddhists from India to Tibet. Und nach dem 7. Jahrhundert, zur Zeit von Tisong Detsen, und wurden die buddhistischen Belehrungen aus Indien nach Tibet eingeladen. Sometimes the people saying, you know, maybe I heard this Burn is not religious or not really like Buddhism or the kind of like a follower of the Buddha, because if the Burn is really real Jews and very is there has a pure view and pure path, why there are no reason to bring Buddhists from India to Tibet. Manchmal sagen Leute, Burn wäre keine Religion und wäre nicht wie der Buddhismus, wenn wir nicht dem Buddha folgen. Aber auch der Burn hat eine ganz eigene Sichtweise, eine ganz ähnliche Sichtweise, und es gab eigentlich keinen besonderen Grund, die Buddhisten nach Tibet einzuladen. So we in the Burn history things, you know, this is not real reasons, not perfect reasons, because like in Germany, you know, there are so many green tea, but they still import from India, Japan, Nepal, China, importing the different tea into the Germany. So because people's different idea, different feels, oh, I love this tea, I love this tea. So there's importing to this country. So similarly, this, you know, it's not reason that one is pure, one is not pure religious. No. So sagt man eben in der Burn-Geschichte, dass es da nicht unbedingt einen Grund für gab. Es ist wie mit dem grünen Tee, der in Deutschland. Wir schätzen den und wir bestellen den aus Japan, aus China, und importieren den nach Deutschland. Wir schätzen diesen grünen Tee, aber dabei sagen wir jetzt nicht, dass der unrein wäre oder dass da unreine Aspekte geben. Es ist halt, wir haben eine Wertschätzung dafür und deswegen importieren wir den. Yeah, so simply like, for example, like King Songtsen Kampo, he married with a Chinese woman, and he is married with a Nepalese woman, but because at that times in Tibet has a woman, you know, girl. Why he's bring married with a Chinese woman and Nepalese woman? So this is something different kinds. It's not reasons Tibetan woman's not nice or something is not perfect. This is not reason, you know, is it something different idea. China, und er hatte ebenfalls eine Frau aus Nepal. Nun fragt man sich, es gab doch natürlich auch Frauen in Tibet. Warum hat er das gemacht? Man kann jetzt nicht sagen, die tibetischen Frauen wären nicht anziehend oder nicht schön. And during the 7th century, then at the times between Tibetan Buddhists and the Burn is there had something like conflict. Während des 7. Jahrhunderts gab es eben eine Zeit, wo Burn und die Buddhisten Konflikt hatten. But this is sometimes people say, you know, one time I was a visit in Poland, in the public talk, there's one woman said, you know, I don't like religious, because the religious making problem in our world, making fighting. Manchmal denken Leute verrückte Sachen. Und ich war zum Beispiel beim öffentlichen
Region Probleme macht und Konflikte und Kämpfe. I said, you know, this is not religious fighting. The fighting follower of the religious. So like even recently Dalai Lama, His Holiness Dalai Lama mentioned, like we call like Muslim terrorism. Is it not good give like name this like this? Muslim, Hindu, Jewish, Christian, Buddhist, all those religious is pure religious is very beneficial for your life. But there's follower of the religious, some, and you know, using the religious and doing something wrong. Und so kann man nicht direkt sagen, dass die Religionen im Kampf miteinander lehren oder Kämpfe austragen. Auch seine Heiligkeit, der Dalai Lama, hat ganz klar dargelegt, dass Hindus, Juden, Christen und Buddhisten liebevolle Religionen sind. Es liegt nicht so sehr an der Religion als an den Anhängern dieser Religion, die auch die Religion missbrauchen für ihre Zwecke und Kämpfe austragen und Terror verbreiten. So this is very important, yeah? Sometimes a young generation, young people, they're saying, so, oh, religious is not good. Is this like something is fighting and making terrorism, destroying? So this we call is religious. And all religious, in the teaching, in the practice, they're saying love, compassion, you know, help to each other, to help to the whole beings. Is the same. That this is the main purpose. But follower of the religious, some, those is making problem, trouble. Und es ist sehr wichtig zu unterscheiden. Gerade junge Menschen sagen oft, Religion, das erzeugt nur Konflikte, Kriege und Kämpfe. Und das ist aber nicht richtig. Alle Religionen lernen Liebe und Mitgefühl, die allen Wesen zugutekommen sollen. Und das ist in allen Religionen der gleiche Nutzen. Und das ist der Zweck. And the burns sometimes in the West always asking question to me, what's the difference between Buddhist and the burn? This is often coming the question. Und im Westen entstehen oft Fragen. Und was ist denn der Unterschied zwischen Buddhismus und dem Burn? Das wird oft gefragt. Yeah, so this I'm saying, you know, kind of like activity, the Tibetan Buddhist and Burn is very similar. If you go to Tibet, Tibetan Buddhist monastery and Burn monastery, almost it's the same. Only maybe look like different, like circumambulating. Also, ich muss euch sagen, dass sowohl die Aktivitäten als auch die Erscheinung von Burn und Buddhismus sehr gleich ist. Selbst wenn du in ein Kloster gehst, dann findet man dort nicht viele Unterschiede. Es ist fast gleich. Also, the people think, is Burn is a Buddhism or not? Genau, so denken eben die Menschen, ist Burn jetzt Buddhismus oder nicht? So I say, it's, actually, there's a translation. Translation in English is something like mystic. My idea, because those translator, maybe you know, in English, maybe Western, maybe British, whatever, is like they say, just the Buddhist means just like follower of Buddha, and Buddha they pointed only one Buddha, Gautama Shakyamuni, Buddha Shakyamuni. So this is mystic. We see Buddhas in Sanskrit. With enlightenment, you know, awareness, something like really the pure, the enlightenment, wisdom. In Tibetan Buddhists and the Burmese, we believe there are 1,000 Buddha, future Buddha, the past previous Buddha, and the present Buddha. So there are so many Buddhas. Buddha is not only one, not one. So I think in the West, Westerner idea, view, whatever they, you know,
there's one God. And the Indian also same, one God, one Bhagwan. It seems like in the West, the one God. So that's why Buddhas, they pointed only Shakyamuni, and Buddhism means follower of the Shakyamuni, Gautama Buddha. This is not correct. We believe in the birth, Gautama Buddha, Shakyamuni also Buddha, Buddha Tumba Shirabyo also Buddha. You know, so different founder between Tibetan Buddhist and the Buddha is a different founder of the religious and different lineage. We have different lineage. It's too long. Viele Texte werden ja auch übersetzt und das von Übersetzern oft ins Englische und das sind oft Westler, die das übersetzen. Und manchmal wird dann auch, werden dort Fehler gemacht. Ne? Es wird meistens nur ein Buddha beschrieben und man assoziiert den Buddha Shakyamuni damit. Buddha ist ein Sanskrit-Wort und das bedeutet eben reines Gewahrsein, Erleuchtung und Weisheitswesen. Und die Tibeter, sowohl als auch Buddhisten, glauben eben, dass es tausend Buddhas gibt und geben wird aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, eben nicht nur diesen einen Buddha. Das wird vielleicht auch daher, dass wir im Westen so ein Denksystem haben von einem Gott. Auch in Indien gibt es das ein Bhagwan. Und deswegen zeigen sie auch auf den einen Buddha. Wir Bempo glauben, dass beide Buddhas sind. Tempa Shenrok, Mibuchi, als auch der Buddha Shakyamuni. Das sind eher, sind beides Buddhas und das sind eher Unterschiede in der. So, if you really to want to know and to know the between Buddhist, Tibetan Buddhist and the Burn, then you have to learn starting in the deeply. So there's different lineage. The main purpose, main point is the same: compassion, bodhicitta, and something love. And something like practice to purify your negative emotion and cleansing your confliction. So this is the same. For example, from my monastery, Mary Monastery, and many monks going to Gelug Monastery to learn, studying. And Gelug monks coming to our monastery to learn, study. So this is a really good idea. Then you will know very well what's the difference. Wenn du wirklich wissen willst, was der Unterschied ist zwischen Bön und Buddhismus, dann musst du dich damit auseinandersetzen. Du musst die Lehren studieren. Die Hauptpunkte sind die gleichen. Es geht um Mitgefühl, Bodhicitta, Liebe, das Reinigen der negativen Emotionen und der inneren Konflikte. Es ist tatsächlich dasselbe. Viele der Mönche aus meinem Kloster gehen auch in ein Gelugpa-Kloster. Und auch Gelugpa-Mönche kommen auch in unser Kloster. Und dort gibt es doch auch Austausch. But sometimes the people, you know, is a narrow mind or very closed mind. There's sometimes like thinking, oh, like for example, I am a Burma monk. If I go to the Gelug monastery to learning, studying, practicing, or maybe my protector, my deities don't like, going to punish to me, something like this. Some people they thinking like this. So I'm also always advising to my student in the West, even in the monastery. For example, in my altar. In the shrine, there's whole types of the religious teaching book. I have it. Every day I'm offering butter lamp, incense, water bowl, cake. Never happening. Never showing bad dream. It's no problem. That's what I'm saying to my student in the West. Or someone saying, oh, if I go to Bombo teaching, you know, also, if I go to different others, say, oh, maybe my protectors don't like and going to punish to me. I said, there's no accident, you know. This if your protector is going to jealous and angry,
He said, no, you don't need it. You know, why? It's just ordinary. So you don't need it. It protects your life to become happiness, joyful, opening, you know. Same this, I'm always advising to my students, also some in the West, especially I now see is more coming. And someone say, oh, only you have to come only my teaching. Don't go to other master teaching. You know, and there's not good making karma. And so I'm always saying, also someone asking, who's the my root lama, root master, yeah? I said, you can choose. You can decide. can I do more than true master? I said, yeah, of course. Space is a very big place, Space is there are no limit. If your master going to accident, fighting onto the crown chakra, then you forget, you know? It's like ordinary people, ordinary being, like jealous each other. So this is not pure lama, not pure master. If they're going to jealous, fighting, then you forget, you don't need to pray, you don't need respect. Manchmal sind die Leute verschlossen und haben keine Offenheit und sagen, okay, ich bin Bempu. Falls ich jetzt zu den Gelugpa gehe, sind dann vielleicht meine Beschützer und meine Gottheiten böse und habe ich dann Ärger von denen zu befürchten. So denken tatsächlich viele Leute. Ich rate allen meinen Schülern und auch meinen Mönchen, besonders im Westen, da offen zu sein. Ne? Ich opfer jeden Tag Butterlampen, Kerzen, Räucherwerk und all diese Dinge. Und ich sage zu meinen Studenten im Westen, dass wenn sie zu Bempos oder anderen Traditionen gehen, zu den Gelugpa gehen, dass dann, wenn die Beschützer dann böse sind, dann sind das keine Beschützer, die du brauchst. Die können dir nicht helfen, die belasten dich. Und denn die Praktiken sollen uns freier und glücklich und verspielt machen. Und ich rate allen meinen Schülern, besonders hier im Westen, dass du nicht nur zu meinen Belehrungen kommst. Ich denke, dass es falsch ist zu sagen, du sollst nur zu meinen Belehrungen kommen und nur mir folgen. Und es gibt auch Leute, die fragen dann, oh, wer ist denn mein Wurzellama? Und ich antworte dann, ja, das kannst du dir aussuchen. Und manche Leute sagen auch, oh, kann ich mehr als einen Meister haben? Und Butchi sagt, ja, natürlich, der Raum ist unendlich groß und hat keine Begrenzung. Und wenn deine verschiedenen Meister auf deinem Scheitel, an deinem Scheitelchakra miteinander kämpfen und sich streiten, dann sind das keine reinen Meister, dann ist das unrein und dann brauchst du das nicht. Denn die streiten sich. and sometimes, we was thinking, maybe Bobo is a copy from Buddhist. Or maybe Buddhist copy from the Burmese. So I'm saying, you know, I couldn't say the copy because different colors, maybe different taste, you know. There's many green tea, you know. Nobody didn't copy. This will come from the from the mountain, from the farm, at different tribes and different taste. So we couldn't say that it's a copy. It's a very long time ago. Manche Leute denken auch, Bön wäre eine Kopie des Buddhismus. Und manche behaupten sogar, Buddhismus wäre eine Kopie des Bön. Und ich sage das nicht. Es ist, ich spreche auch nicht von Kopien. Es sind andere Farben, es sind andere Texte. Das ist wieder wie mit dem grünen Tee. Der eine kommt vom Berg, der andere kommt vom Tal und sie haben verschiedene Qualitäten. Und Geschmäcker sind beides grüner Tee und man kann nicht sagen, der eine wäre eine Kopie des anderen. Oh, so I read many Tibetan Buddhist texts, of course the Burn. So I didn't see really differences in the main purpose, main subject topic. But the different lineage, different deities, different something like mantra, different words,
Of course, this is the differences, but this is not very important difference. Ich lese selbst sehr viele tibetisch-buddhistische Texte und ich muss sagen, ich finde da überhaupt gar keine Unterschiede. Der Zweck ist der gleiche. Es ist tatsächlich nur Unterschiede in den Mantras, aus der Linie, aber der Zweck ist der gleiche. But really Burmese, we call ancient tradition of Tibet, native tradition of Tibet. This is really important to know. This Burmese is not just religious, not just like meditation, the Burmese. There's so many different kinds. Wir nennen den Burn eben ursprünglich oder die native Tradition der Tibeter. Und das ist auch wichtig zu wissen. Es ist nicht nur eine Religion, nicht nur Meditation. Es gibt dort ganz viele verschiedene Aspekte. Oh. And Buddha Thompa Sheramu, he taught from 9 vehicles. 9 vehicles means 9 differences view. The first Chashen, and second is Nangshen, third is Trushen, Sishen. You understand? Very difficult name, yeah. And those are, we call, four the lower vehicles. Four of the lower vehicles, four. And the higher five vehicles. And lower vehicles mostly is talking about the general, especially what we call beneficial and helpful for the ordinary peoples. Tenpachen Rinpoche hat 9 Fahrzeuge gelernt. Das heißt 9 verschiedene Fahrzeuge, 9 verschiedene Sichtweisen. Rinpoche hat auf den ersten Weg, zweiten und dritten Namen der Wege aufgezählt. Aber die ersten 4 werden niedrigere Fahrzeuge genannt und die 5 anderen die höheren Fahrzeuge. Und die 4 niedrigeren Fahrzeuge sind von allgemeiner Natur. Hier geht es darum, Nutzen zu bringen, Hilfe zu bringen, günstige Umstände zu schaffen für die gewöhnlichen Wesen. And in the first vehicle, he taught about 4 differences and more. Ji, To, Je. The Mo means divination. And the second one is astrology, Tibetan calendar. And the third one is rituals. And the fourth one, Tibetan medicines. Das Ärztefahrzeug unterteilt sich auch in 4 Glieder. In Bo, Ji, Do, Jin. Der erste Teil beschäftigt sich mit Weissagung, der zweite Teil mit Astrologie, dem tibetischen Kalender, der dritte Teil mit dem Ritual und der vierte Teil umfasst die Medizin. Oh, yeah. So those are not really for the meditation, you know, like those is very useful for normal life, especially in Tibetan society. For example, somebody is sick or you know health problem, and there's not going to really emergency hospital. There's emergency is going to see the lama and requesting to do divination. Fahrzeug mit den 4 Aspekten sind nicht unbedingt für die Meditation. Sie sind nützlich für das normale Leben und ganz besonders für die tibetische Gesellschaft. Wenn dort jemand krank ist, ein schweres Problem hat, dann kann er nicht in die Notaufnahme gehen. Deren Notaufnahme ist der Lama und dort fragen sie zum Beispiel nach Divination, nach Weissagen und Hilfe. They believe through the divination. And divination is showing the clear decide, okay, you have to go do this, you have to do it like this.
And second one, and astrology. And divination is not showing very clear result, not clear information, and they do astrology. What happening? What the cause and the condition? Sie glauben auch an die Weissagung. Es zeigt oft einen klaren Weg. Du musst dich so verhalten, du solltest dies und das tun. Und des Weiteren kann man eben auch, wenn die Divination nicht besonders klar ist, zur Astrologie gehen. Und das zeigt die Ursachen der Situation und die Umstände, die bestehen. Oh. And the divination or astrology is showing, oh, this your health problem or maybe something this problem is couldn't help by the medicines. You have this is a cause from the like evil demon spirit, you know, different kinds, and then that kind is the problem is couldn't help by the medicines. It can help by the rituals. Okay, you have to do rituals, that kind of ritual, and it can help. Die Divination und die Astrologie zeigt auch die Ursache des Problems und zeigt auch oft auf, dass dieses Problem nicht einfach durch Medizin gelöst werden kann. Manchmal ist die Ursache etwas Böses, böse Geister, da gibt es verschiedene Arten. Und die können eben nicht durch medizinische Anwendungen geheilt werden, sondern nur durch Rituale und Meditation. Ja, ja. Sometimes it's happening. last 2 years ago, I think I visited through the Germany, there's one university. They invited, and this university mostly is researching about divination, many kinds of divination. So they invited me to there. So divination, sometimes is really exactly showing the good result. It's really one times from Tibet, the one mother's, she couldn't sleep almost 1 week. Then what's happening? And she asked some monk from India, and their monks asked me to do divination, what happening. But she don't sick, she don't have problem health, body, but only couldn't sleep at night. Then I did divination. And divination showing something there's we call Duitang, Zendang, Mu, Red King, White King. You understand? It's a spirit, you know, like kind of like a formless being. That those are making obstacle, making problem. We call Red King. And this Red King, then I said, oh, maybe that happening, you do these rituals. After this did rituals, the mother's son, her son, walking construction, making building new house, and just after this rituals, and after lunch, the break, lunch break, and there's all those worker, you know, constructor, very tired. The boss saying, "Oh, we need there's one some hammer, yeah," and who would go? Then this man said, oh, I can go, I will bring. He just crossed step to the door, and this house, the ceiling, you know, roof is collapsed. All those people are killed, only this mother's son only left alive. So this is something is happening from this ritual, help to her son, you know, killing obstacle. After this ritual, that mother was sleep very well. So this is like I got information. I'm not sure if it's quite a truth.
It's too long. In Tibet war auch eine alte Mutter, die ein Problem hatte, nämlich also sie war sehr krank, hatte Probleme mit dem Körper und konnte 7 Tage nicht schlafen und nachts war sie wach und sie hat die Mönche auch nach Hilfe gefragt und sie kam zu mir auch ins Kloster und ich habe für sie eine Weissagung gemacht, habe eine Divination gemacht und dort habe ich gesehen, dass es also formlose Geister Probleme machen, ein roter König, ein weiter König, weißer König, das sind eben, das habe ich in der Divination gesehen, dass eben diese Geister ganz heftige Hindernisse und Probleme machen. Und ich habe ihr empfohlen, eben bestimmte Rituale auszuführen. Und diese Mutter hat mit ihrem Sohn zusammen eben auch dann diese Rituale ausgeführt. Und es hat sich dann auch zugetragen, dass sie ein neues Haus gebaut haben. Und nach dem Mittagessen waren schon die Bauarbeiter alle ein bisschen schlecht drauf. Und der Sohn dieser Mutter eben hat nach einem Hammer verlangt. Und jemand sagte, oh, okay, ich gehe den holen. Und ich gehe den holen. Und der Sohn hat das Haus verlassen. Und in dem Moment ist das Dach zusammengekracht und hat alle Leute erschlagen. Sie sind alle gestorben. Und der Sohn hat es überlebt. Und da hat sicherlich das Ritual geholfen. Und es ist eben auch so, dass auch die Mutter nach Ausführung der Rituale wieder gut schlafen könnte, ihre Probleme vergangen waren. Das habe ich so erzählt bekommen und da bin ich ganz klar. But I never did divination myself, for myself. Sometimes divination, you know, divination in the burn is very huge. Divination. There are so many different kinds. Divination through the mala, divination through the knots, you know, knots, and divination through the arrow, and divination through the dice, and divination through the masang telmo, piece of the stone. So many different kinds, very, very huge in the burns. There was one man, he lost his donkey, you know, in Tibet, donkey. And he went to the see to check the divination to the monastery. And he asked, where is the, where I can find my donkey? Then this divinationer said, the man asked, is it lower part or maybe in upper part mountain? Where is it? Where I should go? Then he did divination. Oh, you don't go to this lower part. You have to go to the higher mountains part. There you will find. Okay, then decide. Then they come out. This divinationer came out. Outside of the door for goodbye to this man. Just front of the door, there's from the lower place, one man calling, oh, your donkey is in here. This divination was very shy because it's not exactly sure that it is information. Because he's told, you don't go to this side, you have to go this side. Sometimes happening. Here, it's because sometimes divination, you know, is very useful and helpful also. Many people couldn't decide what I should do. Couldn't decide, you know. Nobody is giving information, nobody advice. So it's very difficult to decide which walk, which side, which something like that. Very difficult. Then it's always like doubt. Then if you do divination, okay, just like decide it. Something decided. Similarly, this divination. And Buddha Thubha Shirabhyo said, all
kind is a problem, there is method. There is something method. So I'm seeing in the West, in the modern life, there are so many problem, health issue. You know, if you go to the doctor, see the doctor, oh, cancer, always. Very easily to, you know. The person is very affect, difficult. And Buddha is, Dhammacharya said, there is a way, there is a method. If there is no, couldn't help by the medicine, there is something rituals, there is something mantra, there is something visualization and meditation. Any kind, there is, you have a chance, you have an opportunity. Zum Beispiel hat es sich auch zugetragen, dass ein Mann in der Nähe meines Klosters sein Äffchen verloren hatte. Und er war sehr verzweifelt, wo denn sein Äffchen ist. Und er ging eben zu einer Weissagung, kam ins Kloster und hat er gefragt, oh, wo? Das war der Esel. Esel, Donkey, sorry. Eben seinen Esel verloren. Und dafür ging er ins Kloster. Und er hat eben gefragt, wo kann ich diesen Esel finden? Ist das mehr im unteren Teil des Berges, mehr im oberen Teil des Berges? Und er hat eben eine Weissagung bekommen. Und sie hat ganz klar gesagt, nee, geh nicht in den unteren Teil des Berges, geh zum höheren Plätzen, dort wirst du ihn finden. Und das hat ihm eben der Weissager so mitgeteilt. Und die Person ging dann eben zur Tür raus. Und da traf er schon jemanden, der hat gesagt, ach du, ich habe gerade einen Esel da unten in den unteren Teil des Berges gesehen. Und so kann es sich eben auch zutragen, dass so eine Weissagung nicht besonders exakt ist. Es ist auch nicht immer sicher, was da gesagt wird. Manchmal passiert so etwas. Und oft ist aber auch die Weissagung ausgesprochen nützlich, denn viele Menschen haben Schwierigkeiten, sich zu entscheiden. Es fehlen Informationen, sie haben niemanden, der ihnen einen Rat gibt. Und es ist dann eben manchmal schwer, man ist getrieben von Zweifeln und hier kann die Meditation eben helfen, sich zu entscheiden. Buddha Tempa Shenrat Nyingboche hat gelehrt, dass es für alle Probleme eine Methode gibt. Wenn du zum Beispiel krank bist und heutzutage zu einem Arzt gehst und der Arzt Diagnosen stellt, schreckliche Diagnosen, Krebs und dergleichen und dann vielleicht auch die Medizin nichts hilft, dann lehrt Buddha Tempa Shenrat, dass es immer einen Weg und immer eine Methode gibt. Gerade auch wenn die Medikamente nicht helfen, dann sollte man sich engagieren in Ritual, Mantra, Visualisierung und Meditation. Es gibt immer einen Weg. Ja, and divination, the rituals. A ritual is very like symbol sometimes. It's not just meditation, you know. It's something like active and offering. A small offering is happening is very useful and helpful, those rituals. Ja, es gibt eben diese Divination im Ritual. Und das Ritual ist oft auch sehr symbolisch und ist nicht so geartet wie die Meditation. Und auch kleine Opfergaben können große Effekte haben. Oh. Yeah, divination, astrology, rituals, medicine, Tibetan medicine, this is part of the first vehicles. So those is not really what we call something like practice or meditation. This is really real culture. This is very important in Tibetan society. Not in only Tibetan society, in Himalay region, whole Himalay region. Like Western Nepal, Northern India, and Bhutan, all those people is believe still using like divination, Tibetan medicine, astrology. You know those ritual is thousand years people still using. So this means is there is a benefit, helpful. Divination, astrology, ritual, medicine. Sind eben Teil dieses ersten Fahrzeugs. Es geht hier nicht um Meditation, es geht um Nutzen. Und es ist von großer Wichtigkeit für die tibetische Gesellschaft, auch für andere Gesellschaften. Gerade die Gesellschaften im Himalaya, im Westen Nepal, Indien, Bhutan. Bis heute werden in diesen Regionen seit tausend
tausenden Jahren diese Rituale durchgeführt. Und das zeigt auch schon, dass es großen Nutzen hat. Aha. Buddha stored from 9 vehicles, and the lower 4 vehicle mostly is just using useful help for normal life, and not very deep, not very something like high view. And higher vehicles, those we call like Devutipa, is like a vehicle of fruit. These doses really in the support like 51, Chashin, Nanshin, Tushin, Sishin, Ganyan, mostly something like Sutrapat, like a monk or like lay people. Lay people some taking vows, you know, from the sutra way. So those is like something more higher than lower. And 5, 6, 7 doses, 8 doses part of the tantrics. And the 9th one, Dzogchen. Buddha Tenpa Shenpa hat eben diese 9 Fahrzeuge gelehrt. Und die 4 unteren, niedrigeren Fahrzeuge sind ganz einfach nützlich. Sie sind nützlich und helfen im normalen Leben. Sie sind nicht so tief, sie haben nicht eine ganz hohe Sichtweise. Eben nicht wie die anderen höheren Fahrzeuge, die wir die Fahrzeuge der Frucht nehmen, nennen. Und hier gibt es einen Pfad, der ist wie der Sutra-Pfad. Und für Mönche und Laienanhänger, das ist verbunden mit rechtem Verhalten und auch mit Gelübden. Dieses 5., 6. und 7. Fahrzeug beschreibt den tantrischen Weg. Das neunte Fahrzeug enthält das Dzogchen. Aha. So, Burn has Sutra, Tantri, Dzogchen. Especially before 7th century, there's already passed away this 24 master. 24 master, those are, is completely become Rebobatis. So Rebobati means is come from the Dzogchen meditation, Dzogchen practice. It's completely the physical body, substantial body is dissolved in the pure light, pure rainbow color. Das enthält Sutra, Tantra und Dzogchen eben auch schon vor dem 7. Jahrhundert. Da gab es 24 Meister, die alle in Folge den Regenbogenkörper erlangt haben. Der Regenbogenkörper ist eine Frucht von der Dzogchen-Praxis. Hier wird gesagt, dass sich der substanzielle physische Körper am Lebensende in Regenbogenlicht auflöst. Aha. So, Buddha Tepa Shenpa said, there's Sutra, Tantri, Dzogchen, right? All those teachings, like 9 vehicles, Buddha taught 84,000 different teachings. And those, all these teachings included the main one purpose. So this means it's like it's recognizing your natural mind. The finally, the purpose is to recognize your natural mind. Buddha Tenpa Shenpa Nibo hat eben Sutra, Tantra und Dzogchen gelernt. Und diese 9 Fahrzeuge, es wird gesagt, sie haben 84.000 verschiedene Belehrungen. Aber alle diese 84.000 verschiedenen Belehrungen enthalten einen Punkt, der immer gleich ist. Und der Zweck dieser 84.000 Belehrungen ist immer der gleiche, nämlich das Erkennen der Natur des Geistes. Also, all these teachings. Is the main purpose is to purifying and cleansing your confliction or suffering. Alle diese Belehrungen haben den Hauptzweck, nämlich unsere Konflikte und falschen Sichtweisen
Weisen zu reinigen und zu beseitigen. Aha. Sutra Tantri Dzogchen is this different view. But all those vehicle, the teaching is a, what we call, a try to catch the real view. But difference, they found differences view. Sutra, Tantra und Dzogchen haben zwar verschiedene Sichtweisen, wird gesagt, aber eben alle diese verschiedenen Belehrungen versuchen, diese höchste Sichtweise zu fangen. Oh, so this Sutra, Tantri, Dzogchen, they give example. Like what the herbal poison, right? We call zenduk. Herbal, like kind of like this, is a poison. It's very dangerous for the life. And this poison, that in the sutra way, they say, oh, you have to destroy, burn, put underground this herbal, this poison, in the sutra way. In the tantric ways, oh, you don't need throw, you don't need destroy, you know. We can transform medicine, we can make medicine. We can mix with others herbal, we can make good medicine. They transforming, making transform. And in the Dzogchen way, things, oh, you don't need throw, you don't need transform, just leave it itself. Don't touch, no need destroy, just leave it itself. We saying, you know, if your hands not going to touch to the Zamba case, Zamba boss, you know, Zamba not coming to your head. So similar, if you don't touch to the poison not disturbing to you, not destroying you. Similarly, like this. Es gibt ein Beispiel, um zu beschreiben, was Sutra, Tantra und Dzogchen beinhaltet. Sie nennt es Zetu. Also hier wird zum Beispiel von einer giftigen Pflanze gesprochen, die sehr gefährlich ist und unser Leben bedroht. Und von dem Sutra-Standpunkt aus wird gesagt, wenn du keine Vergiftung dadurch durch diese giftige Pflanze erfahren willst, dann wirf sie weg, zerstöre sie und enthalte dich, sie zu dir zu nehmen. Und in der tantrischen Sichtweise sprechen wir nicht davon, diese giftige Pflanze zu zerstören, sondern wir transformieren sie. Wir mischen sie mit anderen Pflanzen und Medizinpflanzen und machen da und heilen es so und neutralisieren es, machen da Medizin daraus. Und von der Dzogchen-Standpunkt sagt, wirf nicht die Pflanze weg, transformiere sie nicht, misch sie nicht mit einer Medizin, sondern lass sie einfach so sein, wie sie ist. Und das ist wie, wenn du nach deiner Zappernahrung greifst, wenn deine Hände nicht nach dem Essen greifen und sie dir, dann wird es auch nicht zu deinem Mund, nicht zu deinem Kopf geführt. Und so kommt das Gift nicht in dich herein. Uh-huh. Und das ist, wie es ist. So, Buddhas say, but those three view, you know, three practices, sutra, tantri, dzogchen, but different method and different view, because then they the final result also there's the dzogchen is a shortcut way, shortcut, the faster one. To reach enlightenment, the second tantric and the third one is the sutra. The Buddha said, give example. There's to become rich, you know, to become rich, wealthy, to become wealthy. And the sutra is like farmer, okay, planting. Rice, wheat, and barley,
potato. And it takes long times, at least 3-4 months, you know, to completely ripen. After the sell, it's become rich, right? Maybe 1 million euro he will get, then become rich. Is millionaire is rich, euro millionaire is rich, right? Then it's 10 times, 4-5 months. And the second one, tantrics, like tantric is like businessman, you know, businessman. And businessman is not taking maybe 4-5 months. Maybe he found diamond, very big diamond, maybe like this. And he will sell maybe in 1 week, in 1 month, he will become rich. You know, this is something like final result. And like one, in 1 month, he gets rich. And third, the Dzogchen. Dzogchen is like rubber. You know, rubber tapes. Rubber, maybe something, you know, stroll, very expensive thing. Like I hear many times in France, very from the museum, they talk strolling, like very expensive artists, right? Also something like different jewel. And then in 1 day, in 1 hour, 1 hour, become rich. Similar, Dzogchen is very short way to become enlightenment. Der Buddha Tepa Shenab sagt, spricht eben von diesen drei Arten von Praxis, Sutra, Tantra und Dzogchen. Das sind zwar verschiedene Methoden, auch mit unterschiedlichen Sichtweisen. Das Ergebnis ist aber immer das Gleiche. Dzogchen ist hier der schnellste Weg, danach kommt Tantra und Sutra. Und Buddha hat auch eben ein Beispiel gebracht zum Thema reich werden. Der Sutra-Pfad ist eben wie ein Bauer, der muss Reis, Weizen, Gerste und Kartoffeln erstmal anpflanzen und das Feld bestellen und sich darum kümmern. Und das dauert dann 3-4 Monate, bis es dann reif ist. Und wenn er dann zum Markt geht und alles verkauft, dann ist er vielleicht ein Millionär. Ihr wisst ja, ein Millionär, der wird als reich bezeichnet. Und der Tantra-Pfad, der ist eher wie ein Pfad, das ist eher wie bei einem Geschäftsmann. Hier dauert es nicht unbedingt 4-5 Monate, bis alles reif ist, sondern wenn er einen Diamant findet und hat und ihn verkauft, dann kann er in einer Woche oder in einem Monat ganz schnell reich werden, eben indem man diesen Diamant verkauft. Das Dzogchen ist eher wie ein Räuber, der weiß, dass in einem bestimmten Museum, in einem bestimmten Platz eben ein ganz besonderes Juwel ist. Und wenn er das einfach an sich nimmt, ist er in diesem Moment unendlich reich geworden. Oh. So final result is the same. There are no differences quality, right? If you become rich by the farming, it's also rich. If you did something like strolling, is also rich. If you do some business to become rich, this is rich. And same quality through the sutra to become enlightenment. Through the tantrics and the Dzogchen, all is the same. Only there's 10 times, you know, different times. So Dzogchen is a short way to become enlightenment. That's why you choose it, Dzogchen teaching. In the West, people love Dzogchen. Dzogchen means it's a shortcut to become enlightenment. So every this modern lives need faster, internet faster, phone line faster. Everything's fast. Even food fast. Das Resultat ist also, wie gesagt, immer das Gleiche. Das Resultat hat die gleiche Qualität, dieselbe Qualität. Du wirst gleich eben durch, indem du Felder bestellst, indem du dieses Juwel stiehlst oder eben ein gutes Geschäft machst. Das Ergebnis ist in allen Farben das gleiche. Eben dauert es hier nur verschieden lang. Dzogchen ist der kürzeste Weg und wird auch deswegen immer empfohlen. Und
gerade hier im Westen liebt man das Dzogchen. Das passt auch zur heutigen Zeit, wo alles schnell zack zack gehen soll und eben wo auch selbst unsere Nahrung schnell gehen muss. Und da passt das Dzogchen als schneller Weg. Ja, so that's why tomorrow and 2 days after tomorrow, I'm going to teach the six lokas. Six lokas is a part of the Dzogchen teachings, from especially from Xiangshu Nianyu. So I'm going to talk in detail about the Dzogchen view and Dzogchen practice and tomorrow. Yeah, tomorrow. And Dzogchen also very, very precious teachings. Really, this is not just I'm joking. Yeah, in the past, there's only one by one by teaching, introducing one by one by, not allowed more than two. For example, I'm from Dolpo, Western Nepal. It's border between Nepal and Tibet. In the past, it's part of the Tibet. And in my lineage, in the 12th century, there's one very famous Bombo Lama from Central Tibet. He is abbot of this monastery. Thousand monks live there. He's very famous and very great scholar, writer. And then his name, there's a Lama name called Tujawayuntu. And he sent, he heard this great Dzogchen teachings lineage still exist in Dolpo, Geshe Yungdrung Chanso place, village. There's we have monastery, very old, more than I think 1200 years. Then so this Lama sent it postman. sent it. This Lama requested, please give me this great teaching. I really want to do. And there's one of Lamas sent my lineage, Yamdun. Then his sent reply, I am very sorry, your really famous Lama and very high Lama, I am not really hiding, not keeping secret for you, but my master order, you don't allow to keep more than one person this teaching. So I keep already to one of my students. So I'm very sorry, I don't have it. So I give it already to one of my students. If you really want, please try to get this teaching from my student. You see, this is really the keeping very secret. Dzogchen ist eine ganz besondere, höchst kostbare Belehrung und das ist auch wirklich kein Witz. Die wurde früher nur von einer Person zur anderen übertragen, immer nur von einem auf eine weitere Person. Es wurde nie erlaubt, sie an mehr als an zwei Personen weiterzugeben. Ich komme selber aus Dolpo, das ist an der tibetisch-nepalesischen Grenze und in meiner Linie gab es im 12. Jahrhundert einen ganz besonderen Lama, der ein Kloster hatte mit über 1000 Mönchen, das war Trugyalwa Yungdrung. Und er hörte von diesen Dzogchen-Belehrungen und hat sich dafür interessiert und wollte diese Belehrung haben. Und er ging zu einem Meister auch von der Yangtze-Linie und bat eben diesen Lama darum, Dzogchen-Belehrungen zu bekommen. Aber der Lama sagte, du, das tut mir wirklich sehr leid, du bist ein ganz berühmter, hoher und allerseits geschätzter Lama und ich halte auch eigentlich nichts von dir geheim. Aber ich darf diese Belehrung an nicht mehr als an zwei Schüler weitergeben. Und ich habe sie bereits an zwei Schüler weitergegeben. Von daher kann ich dir jetzt nicht helfen und würde dir empfehlen, zu einem meiner Schüler zu gehen, wenn du dich für diese Belehrung interessierst.
Also auch hier sieht man, dass es sehr streng und sehr geheim gehalten wurde in der Vergangenheit. So to give teachings, the Dzogchen teachings, there's analyzing through the five differences, you know, searching. Lama searching, student, and students, disciples is searching through the Lama. And Lama searching through the five differences. Very difficult to get. It's very precious. But now, you know, it's very open, very easy to get. There are no time to search. sometimes some Westerner coming, visiting to my monastery, our monastery, and visiting me to see me and asking, can you give me some Dzogchen teachings? You know, I said, yeah, how long will you stay here? Oh, I'm sorry, my taxi was waiting outside of the door. My taxi. I said, oh, this is too difficult. If this is object, I can pass just in 1 minute. You know, to introduce, it takes time. We have there something rule. Now is the modern life, very, very hard. Also eben um Dzogchen-Belehrung zu bekommen, musste man viel suchen. Schüler haben bestimmte Lamas gesucht, die Belehrung geben konnten. Ein Lama hat einen geeigneten Schüler gesucht, dem man diese Belehrung geben konnte. Und es war alles äußerst schwer und schwer zu bewerkstelligen. Und die Umstände sind schwierig zusammengekommen. Heute ist es anders. Heute ist es sehr offen und auch sehr einfach. Man hat auch keine Zeit, großartig zu suchen. Es kommt auch vor, dass Westler in mein Kloster kommen und mich fragen, kannst du mir Dzogchen-Belehrung geben? Und ich frage dann auch, ja, wie lange bleibst du denn? Und dann sagt eben der Interessent, oh, mein Taxi ist aber schon da. Und dann muss ich leider sagen, dass es doch etwas Zeit braucht, auch in unserer politischen modernen Gesellschaft. This is a modern life, yeah? And tomorrow, I'm going to detail of also talk about six real, six lokas, the kind of the six beings. And sometimes, you know, it's actually to do meditation and practice. Really, we need, there's a special rule. A rule means something like what we call, like practice before the instructional teachings, something like refuge prayer, and Bobo has 900,000 preliminary practice. Yeah. Talking a little impermanent, you know, impermanent. Tomorrow also, and talking about samsara, or talking about suffering. Sometimes I hear while lamas taught about impermanent. Impermanent, understand? Yeah, changeable. Yeah. Like four seasons, like winter, autumn, spring, summer. Then one Lama taught about suffering of beings. Like every sentient being has something suffering, you know. Suffering, talking, suffering about this. Then one, his student, or maybe, you know, the participant. And one person asked, Lama, I came for to listen the happiness, joyful, you know,
But you are talking only suffering, suffering, suffering. I don't like listen suffering. I don't like listen problem. Then this, yeah, something like sometimes, you know, people is really every being, every sentient being love to become happiness, to become peaceful and joyful. But all the suffering, we have to know, you have to know, you have to recognize your suffering, your problem. If you know, if you recognize your problem, there is something chance to purify it and cleanse. Lamas eben viel sprechen über Vergänglichkeit und Wechsel und ebenso wie die Jahreszeiten, die sich immer wechseln, davon wird sehr viel gesprochen. Und alle Wesen haben viele Leiden, sprechen auch von ihren Leiden und deswegen ist das auch ein großes Thema. Und einer fragt dann auch manchmal den Lama, wie kann ich denn dadurch freudig sein? Du sprichst doch immer nur von Leiden und Vergänglichkeit und von Wechsel. Ja, es ist aber so, dass jedes fühlende Wesen will glücklich sein, Frieden haben und Freude empfinden. Und dafür ist es auch wichtig zu wissen und zu erkennen, wo wir leiden und wie wir das auflösen. Ja, yeah. So tomorrow I talk about the six loka, six rim, and the cause and the condition to rebirth the six rim. So this is also very important, right? People really love to rebirth the God realm or maybe human being. So this not is rebirth by the accidentally. There is you need really good action or maybe something like cause, condition to become to rebirth God and a very happiness life, happiness beings. So if you understand clearly kind of this cause condition, then you can choose, you can make, you can prepare for the next life. Even in this life, every being, every sentient being, even human being, even master, Lama, they have something suffering, problem, right? Because health issue, work, condition, their circumstances, there's so many different, is something problem. But this problem can cure, can cleanse yourself. There is so many method, chance. Morgen werde ich eben über die sechs Lokas, die sechs Bereiche sprechen und die Ursachen und Bedingungen, die zu diesen sechs Bereichen führen und die damit verbundenen Emotionen. Das ist von großer Wichtigkeit. Viele Leute wollen natürlich gerne im Götterbereich oder im menschlichen Bereich wiedergeboren werden, aber das passiert nicht einfach zufällig. All das hat Ursachen. Auch ein glückliches Leben hat eben Ursachen. Wenn ihr die Ursachen und Bedingungen beachtet und kennt, dann könnt ihr für dieses und auch für das nächste Leben daraus Nutzen ziehen. Alle Meister, Lamas und auch ganz normale Menschen haben eben Leiden mit der Gesundheit und viele andere Arten von Problemen. Aber diese können wir nutzen, uns zu reinigen. Und es gibt ganz, ganz viele Methoden, wie wir diesen Leiden begegnen. Okay, then I will talk detail tomorrow. So today, maybe it's I'm going to stop here. If you have any questions, feel free. Ich werde in einem Detail eben morgen nochmal darüber sprechen und das darlegen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann fühlt euch frei, diese hier zu stellen. No question? Keine Fragen?
With practice, meditation, there's a visualization, deities, at the six syllable, at the light, at the chakra. There's so many different kinds, and also practice in natural mind. Also, wir werden das gemeinsam praktizieren. Das ist verbunden mit Meditation, Visualisierung, mit bestimmten Gottheiten und Lichtern und auch mit Chakras. Es hat ganz viele, viele Aspekte. Und wir werden auch mit der Natur des Geistes meditieren. Ja, yeah, mostly is trying to practice. Is really important, you know. Talk. Sometimes it's too much information. And is forget. Is with practice is very helpful. And later you can use. So that's why tomorrow also we going to practice meditation. Die Praxis ist von großer Wichtigkeit. Weil durch das Sprechen bekommt man natürlich viele Informationen, aber die vergisst man schnell. Die Praxis ist ganz hilfreich und die bringt auch noch später was und bringt dann auch später noch Nutzen. Ja, ja. Yeah? Yeah. And in this great knowledge, is there any knowledge or any understanding of inner earth beings in birth? Birth, yeah. Yeah. Uh-huh. Are you familiar with this idea of inner earth beings? Uh-huh. So, ob es eben in diesen 90.000 genannten Belehrungen der Bimbus, in diesen Schriften, ob es da ein Wissen darum gibt über Wesen, die in der Erde leben, über die innere Erde, und ich habe gehört, dass es dort eine Verbindung gibt. Can you, yeah. She was asking if in these 90.000 teachings and texts, if there is some knowledge about inner earth beings. Inner earth beings, beings from inside of earth. Uh-huh. And if she has heard that there is some link to Tibetan tradition, and if you have some... Inner earth, like a world? This teaching, yeah? Surface, yeah. 900,000, yeah, teachings. Yeah, it's a benefit for inner earth beings also. The 900,000 means in the burdens of 900 preliminary practice. And this refuge prayer, Guru Yoga prayer, and mandala, and purification, and three heart mantra, and prostration. Nine differences practice. And this is not only just this practice, not for yourself only. We sharing, dedicating for all sentient beings. And all sentient beings, we
believe we are we saying what sour satin sala as sour in the underground, under earth, something like naka, kind of this naka spirit. As satin is the human being in the up on the earth, the beings we call human being. And there's sour satin sala is very high, we call kind of like demigod, god realm. So this is this practice sharing to the whole sentient beings, to these three. Yeah. Ja, diese 90.000 verschiedenen Belehrungen, die haben Nutzen für alle Wesen, wohl auch für die in der inneren Erde. Und wir haben auch diese neuen vorbereitenden Übungen, da machen wir Mandala, Verbeugung, die drei Herzmantras und alle diese Übungen und Praktiken, die sind nicht für einen selbst zum Nutzen, sondern wir widmen den Nutzen dieser Praktiken allen fühlenden Wesen. Und eben auch den Wesen, die unter der Oberfläche, die unter der Erde leben, die wir Naga nennen, oder auch den Wesen, die auf der Erde leben, die wir gewöhnlich als Menschen bezeichnen. Und auch die Sala, die Halbgötter und Götter aus dem Götterbereich, aus dem oberen Bereich. Und all denen widmen wir auch eben den Verdienst unserer Praxis. Ich würde mal probieren, kurz nachfragen, ich habe nicht ganz verstanden. Buddha Sherab hatte his question was, before he didn't get it rightly, does the Buddha Tempa Shenra had a connection to the Tibetan kings? Tibetan, yeah. Buddha Tempa Shenra is not Tibetan king. He was not Tibetan king. We call Xiangxun king. Is Xiangxun. Right now, Xiangxun is a part of the Tibet. So we call the Xiangxun culture is Tibetan culture. And then Buddha Tempa Shenrabo is before Tibetan kings. He was before Tibetan king. He's one of his disciples. And this disciple taught this teaching to the first Tibetan king, Nyatisenpo. So there's a connected here. Buddha Tempa Shenra war jetzt nicht direkt ein tibetischer König. Wir nennen ihn König von Xiangxun. Und das ist eben heute ein Teil von Tibet. Das hat sich aber zugetragen bereits vor der Zeit der tibetischen Könige. Und diese Belehrungen, die wurden dann später auch den tibetischen Königen zugetragen. Ja. Okay. Vielen Dank für eure Teilnahme. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz was zu Lichtmännischer Deutschland sagen, wenn wir jünger als jetzt kommen wir nicht mehr zusammen. Also als Lichtmännischer Deutschland mit dem Gründer Tenzin Wangyal Rinpoche ist seit 2001 in Deutschland und seit 2010 hat es seinen Sitz in Hofheim sozusagen und deswegen sind wir ganz glücklich, dass wir hier in der Stadthalle eben heute auch mit Rinpoche zu Gast sein dürfen oder dieses Wochenende zu Gast sein dürfen. Und wer von euch ein bisschen mehr erfahren will, ich möchte jetzt gar nicht allzu viel dazu berichten. Hinten haben wir noch vor der Garderobe eine kleine Tischecke, wo Informationsmaterial liegt oder eben, wenn ihr bei uns auf die Website schaut, könnt ihr da mehr von uns erfahren. Und wenn ihr gar nicht mehr von uns erfahren wollt, aber so begeistert wart von dem öffentlichen Vortrag, dass ihr morgen und übermorgen noch teilnehmen möchtet, dann besteht natürlich dazu noch die Möglichkeit. Einfach dann morgen ab 9 Uhr ist Einlass, um 10 Uhr fangen wir an. Das geht morgen von 10 bis 18 Uhr, immer so 90 Minuten, 60 Minuten, 2 Stunden Pause und dann nochmal 90 und 60 Minuten. Und am Sonntag dann von 10 bis
16 Uhr. Für jetzt dann wünsche ich euch eine angenehme Heimreise. Danke, dass ihr gekommen seid. So, thanks for being with us. Thank you. Thank you. Maybe I can add, I was checking if this broadcast is working. Oh, yeah. And we had like some 50 people or 50 computers watching. And I just read one message from Darek. There are many people from Memory Monastery watching. So maybe. Thank you.